Wer sind diese Erdenreichler, die wir suchen? Du hast ihre Beschreibung. Sag mir wenigstens, warum sie hier sind. Was sie getan haben. Staatsgeheimnis. Nicht für dich bestimmt. Ja, Prinzessin. Hol uns Wasser, ja? Wie du wünschst. Vorsicht, Schwester. Beziehungen mit Umgardi sind verboten. Du kennst ihr Gelübde. Du weißt es? Aber ja, das sieht man. Auch die Schlangen am Hof, die deinen Fall begrüßen würden. Die Umgardi-Regeln sind lächerlich. Und als Imperatorin kannst du sie ändern. Bis dahin darfst du deinen Aufstieg nicht gefährden. Süße Träume, Fürst der Finsternis. Oh, perfekt. Du passt genau rein. Gab es wirklich keinen praktischeren Hut? Was denn? Dein Gesicht ist verborgen. Und außerdem steht er dir auch. Ich weiß ja nicht so recht. Den zu tragen erregt nur Aufmerksamkeit. Siehst dir doch an. Es ist wie Karneval. Die Leute werden denken, er hat zu viel gefeiert. Wie sieht's aus? Geh bis zur Bühne und dann rechts zum Portal. Allerdings sind überall Soldaten und Wachen. Bist du sicher, dass das reicht? Wenn uns jemand sieht, sind wir tot. Deshalb werde ich für Ablenkung sorgen. Dich suchen sie auch, Saizov. Um mich zu kriegen, müssten sie mich suchen. Wow, du bist ja ein richtiger Jäger. Ablenkung wäre gut. Gute Arbeit, mein Freund. Komm, Prinzessin, loslassen. Ich gehe nicht mit. Löscht die Brände! Findet die Täter! Zurück, General. Das ist nicht das Problem des Militärs. Da. Caesar. Du kennst ihn? Wer ist das? Unwichtig. Aber dann sind die Erdenreichler hier. Rekko. Terraner. Wie kannst du... Es gibt viel, was du nicht weißt. Zum Beispiel, was der General wirklich vorhat. Ergib dich und ich höre dich an. Mach besser, was ich sage. Verhafte mich und errichtet mich hin. So werde ich nicht sterben. Fight! Ah!
habe nichts gegen dich. Lass mich vorbei. Wisse, dass es mir leid tut, Sundos Frieden gestört zu haben. Oh, lachhaft. Prinzessin, nein! Das ist gefährlich. Der Aufstand eines Sateranas? Das hätte ich wirklich nie erwartet. Das ist nicht meine Absicht, Prinzessin. Leider ist nur keine Zeit, es zu erklären. Fight! Wirst du die Wahrheit kennen? Ja. Nimm die Prinzessin. Ich liege nicht mit euch im Streit. Jetzt, wo du sie berührt hast, tust du es. Zur Strafe nehme ich dir dein Leben. Fight! Ausgesetzt, Umgadi.
gefunden. Was ist mit ihm? Kümmere dich nur um die Erdenreichler. In meinem Film würde uns jetzt ein mutiger, witziger Sidekick retten. Wenn wir heute sterben, dann nur gemeinsam. Nicht witzig, aber durchaus tapfer. Sieht Shang Tsung gar nicht ähnlich, etwas offen zu lassen. Nun, da ich frei bin, wird die Außenwelt von eurer Verschwörung erfahren. Das wird nicht passieren. Tote können nicht mehr reden. Fight! Du bringst mich nicht zum Schweigen. Wir müssen los. Jetzt! Johnny, Kenshi, Kung Lao, ihr seid sicher zurückgekehrt. Bei den Göttern. Das waren Prinzessin Melinas innere Dämonen. Sie nahm mir die Sicht, doch auf seine Art gab Sento sie mir zurück. Sentos Bund mit dir ist ein Segen, doch ich hatte gehofft, dass es diesmal auf andere Art geschähe. Diesmal? Verzeihung, Kenshi, ein Versprecher. Geht. Die Mönche behandeln eure Wunden. Wir hatten Shang Tsung, aber er entkam. Ich verstehe, warum er dich nervös macht. Er steckt bis zum Hals in Scheiße. Ruht, esst und dann reden wir. Bekomme ich ein Martini? Geschüttelt, nicht gerührt. Ach ja, das sind die neuesten Mitglieder der Erdenreich-Gang. Ohne sie hätten wir es nicht geschafft. Ashra und Sizoth. Du kennst uns? Als Beschützer des Erdenreichs weiß ich vieles. Kennst du auch meinen ehemaligen Meister Quan Chi? Er arbeitet mit Shang Tsung. Eine tödliche Allianz. Kommt, ihr alle, erzählt mir, was geschah. Tja, das war's mit dem Martini. Shang Tsung und Quan Chi konspirieren erneut gegen das Erdenreich? Was Johnny und Kenshi sagen, sollte nicht möglich sein.
Du sahst, wie ich die Geschichte umschrieb. Ich gab den Zauberern bedeutungslose Leben. Sie hätten nie Macht erlangen, geschweige denn sich verbünden dürfen. Und deine Arbeit war tadellos. So wäre es auch gekommen, hätte nicht jemand eingegriffen. Eingegriffen? Was meinst du? Eine Person besuchte die beiden Zauberer. Durch ihren Eingriff veränderte sich der Lauf ihrer Leben. Und wer? Unbekannt. Ihre Identität wird vom Stundenglas verschleiert. Wer hätte diese Macht? Chronika? Ist sie am Leben? Unmöglich. Sind sie erst einmal vernichtet, werden Titanen nicht auferstehen. Dann muss jemand anderes die Zeitlinie überlebt haben und plant jetzt Rache an mir zu nehmen. Es ist die einzig plausible Theorie. Du musst einen Beweis finden, Garrus. Das Schicksal der Reiche hängt davon ab.